9. November 2038. Wir sind Marcus. Wir sind zurück in Jericho und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Detroit Become Human. Und bevor es losgeht, Freunde, nochmal zur Erinnerung, es läuft gerade Tomb Raider 1 Remastered. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal ein Auge drauf werft. Ja? Wir lassen unseren Blick über die Stadt schweifen. Alles ruhig. Keine Zeichen einer Revolution. Ach, wenn Carl das alles noch sehen würde. Für Carl. Er ist schon traurig. Ey! Ich wollte die Zeitschrift noch lesen! Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Verfolger ist freigeschaltet. Ich probier's mal. Sie alle gehorchen mir. Sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Hier räumen wir gerade richtig ab, Freunde. Ich war nichts. North wird warm. Wegfrei. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet.
Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Die Mission habe ich verkackt, Freunde, aber wir wissen jetzt, wer es war. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Ist das der Simon? Muss ja. Wie ist der da runtergekommen? Oh, geil! Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Was jetzt? Dance Battle? Das ist der einzige Weg. Wandle weiter. Wir könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Okay. Hey, du. Bup, bup, bup. Du bist frei. Da drüben ist noch jemand. Bereite den Marsch vor. Okay. Bubububub. Du bist frei. Babyface. Plus zwei neue Umgewandelte. Ich hatte Präsenz. Clinton Warren steckt bei Cyberlife mit drin. Ein Unternehmen, der alles mit. Vielleicht hat es. Bubububub. Einfach Taschen fallen lassen. Nice. Hey, du! Du bist jetzt wach. Vier Umgewandelte und es werden noch mehr. Folgt mir, meine Armee! Meine Armee, bubububub! Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Hey! Komm sofort her! Überzeugen. Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Ganz genau, mein Freund. Ich muss die Straße blockieren. Wartet jetzt. Und du bist frei. Ach ja, und. Das war noch aber jetzt zu wenig, oder? Ah, ich kann noch. So, die sind schon bekehrt. Hier kann ich noch bekehren. Du bist frei. So,
So, ihr kommt natürlich auch noch mit. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Jawollo. Sie sind auch frei, Sir. Sie können sich uns gerne anschließen. Öffne den Kanaldeckel. Das reicht uns nicht. Bin ich irgendwie noch rüber? Aber mehr gibt's ja hier auch nicht, oder? Der ist auch bekehrt. Ich weiß irgendwie, dass das zu wenig sind, aber ey, lass einfach machen. Ich glaube. Wandle weitere Androiden um. Oh, Kara! Hallo! Du bist jetzt frei. Marschiere. Okay. Zack. Da hinten hinter dem Fenster. Kommt alle her. Mehr! Vereinigt euch! Wir sind viele! Wir sind frei! Lass so gut sein. Eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Lasst uns sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter.
Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet... Ich glaube, den Weg könnten wir nicht gehen, wenn Simon nicht da wäre. Nicht schießen! Nicht schießen! Deswegen... Wir werden gehen. Mache ich das mal, weil ich glaube, das ist gut, was Simon sagt. Bestätige. Auf meinen Befehl! Lauft! Freunde, ich habe so das Gefühl, das war wirklich das Beste, was wir hätten machen können. Was wäre, wenn wir stehen geblieben wären? Wir hätten uns trotzdem abgeknallt. Wenn wir sie angegriffen hätten, sowieso. So, 99%. Gehen haben nur 22% gemacht. Nicht zurückweichen haben 61% gemacht. Polizei öffnet das Feuer. 22% weglaufen, selbst opfern, anstürmen. Einige Androiden fliehen. Marcus ist geflohen. Ja, Freunde, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist. Vielleicht hätten sie nicht gefeuert, wenn hier steht, 61% sind nicht zurückgewichen. Vielleicht hätten sie nicht gefeuert, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wir hätten es wahrscheinlich trotzdem überlebt und hätten wahrscheinlich bei Jericho jetzt mehr Ansehen und bei North und so, aber ich meine, Simon, das ist gut gelaufen, aber für mich war es halt wirklich so, Simon, dass Simon da war, war ja Glück irgendwie, oder? Hätte der auch irgendwie noch sterben können? Also erstmal, wenn ich ihn erschossen hätte und dann konnte ich ja aufs Dach gehen auch mit Connor, aber habe ich nicht gemacht, ich bin in die Küche gegangen. Und das war doch gut, oder? Ich mach weiter. 9. November 2038. Softwareinstabilität. Rede mit Amanda. Oha. Amanda? Ja, lief nicht so gut. Ich hätte sie vielleicht abknallen sollen. Ich weiß gar nicht, was bringt das, dass ich da mal rauffasse? Aber Amanda, können wir da nicht nochmal... Ich gehe jetzt direkt zu ihr. Können wir da nicht nochmal ein Auge zudrücken? Amanda? Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich habe den Weg nicht freigeschaltet, verdammt. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das.
Aber du hast nicht gefragt. Kalt bei Amanda, kalt. Kamsky hat nur mit mir gespielt. Er wusste gar nichts. Amandas Bild. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Dieser Ort? Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version, seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Connor-Serie, Cyberlife-Geheimnis. Was heißt das denn? Geheimnis? Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Nur du kannst einen Bürgerkrieg noch verhindern. Finde die Abweichler. Oder es kommt zum Chaos. Das ist deine letzte Chance, Connor. Okay, Amanda, okay. Raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Hank, mach mal zu. Du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank. Hank, mach Mund zu. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Warum sind wir nur befreundet mit Hank? Ach nee, was? Nee, befreundet kommt, ist besser als warm, oder? Ja, ich glaube schon. Rede mit Hanky Hanky. Rede mit Mr. Hanky. Howdy how! Hanky. Hör mal zu. Fowler hat recht. Alle haben Angst, der Android könnte sie angreifen. Wir stehen vor einem Bürgerkrieg. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Keine Menschen. Das sind keine Menschen, Lieutenant. Das sind defekte Maschinen. Das sind keine Menschen. Das sagen wir immer, wenn wir jemanden unterdrücken wollen. Ich habe echt Angst vor Amanda. Als du den anderen nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Sie liegen falsch, Lieutenant. Es war Logik, die meine Entscheidung bestimmt hat, aber sonst nichts. Vielleicht kann ich das nicht beurteilen, aber Sie sind ein hervorragender Polizist. Und ein guter Mensch. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Oh, jetzt geht's wieder sie auf Zeit, mir oder? Helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Was? Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Nimm den Schlüssel.
Okay, das war wahrscheinlich schon ein Vorteil, dass wir jetzt mit Hank cool sind. Du verdammter Schwanzlöcher! Ich guck da jetzt mal nicht zu. Wir müssen die Zeit nutzen. Carpe diem, Freunde. Hey, Connor. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen nicht. Hey, Arschloch, ich rede mit dir. Tschüss. Schnell, 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 schnell. Beweis, ein Beweis. Okay. Hanks Passwort. Sumo? Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Der Hund? Geburtsdatum? Was passt zu Hank? Scheiß Passwort. Ja. Nice, okay. Natürlich. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier. Irgendwo. Die Zeit läuft. Ich muss schnell sein. Hä? Skulptur? Markus. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Okay, okay. Markus. Wo versteckst du dich? Okay, okay, okay. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Okay, Statue nochmal angucken. Hab ich schon. Verschlüsselungscode erforderlich. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Biokomponente erforderlich. Okay. Kann ich die bei ihm wegnehmen? Einer der Abweichler, die mit Markus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Aktiviere die Androiden. Aber wo kriege ich die Komponenten denn her? Ach so, warte mal. Nee, warte, jetzt kurz überlegen. Erforderlich 398 3V. Okay. 398 3V. Zack. Bei ihm reinpacken. Sprich! Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Okay.
Okay, versuche ihn auszutricksen. Hol dir den Standort der Jericho von den Androiden. Mit der... Hä, aber was soll... Wie soll ich ihn denn jetzt austricksen? Kann ich ihm nicht hier... Was erforderlich? Ich kann... Versuch ihn auszutricksen. Was soll ich tun? Wie kann ich ihn austricksen? Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Warte. Wir brauchen sein Stimmmodul. Aber... Keine Ahnung, was das ist. Er kann meine Stimme nicht hören. Was muss ich hier machen, ey? Verdammt! Ich check's grad nicht, wirklich. Was ist meine Aufgabe jetzt? Versuche ihn auszutricksen. Womit? Wie soll ich ihn austricksen? Ich kann auch hier nichts wegnehmen. Boah! Warte, kann ich vielleicht das Tablet nehmen mit Marcus' Stimme? Geht das vielleicht? Ah, okay. Okay. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Oh, okay, okay. Stimme imitieren. Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Ja. Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja? Ja. Ja, natürlich. Ja? Ja, bitte? Wo? Oh. Marcus? Ist das du, Marcus? Ja? Verlass mich nicht, Marcus! Hab ich's jetzt? Weiß ich's? Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Nein. Nein! Ey, fuck. Nee, nee, nee. Ah! Ah! Ah. Verdammte Androiden. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, Freunde, jetzt ist offiziell soweit. Jetzt ist es offiziell soweit. Ich hab nicht mit dem Quicktime gerechnet. 3%. 3%. Boah.
Jetzt ist Connor schon wieder tot. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Boah, es kotzt mich gerade an, Freunde. Es kotzt mich gerade richtig an. Wegen so einem dummen Fehler. Wegen so einem dummen Fehler. Ich war mit der Hand ganz woanders. Ey, auf einmal ging Quicktime los. Ich hab da... Oh. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. Boah, Freunde. Boah. Mann, ich bin gerade richtig angepisst. Och Mann. Aber Freunde, das ist... es ist schade, aber das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Ich hatte es gesagt, Freunde, selbst wenn alle sterben, wir hätten ihn wahrscheinlich auch einfach wegquatschen können. Boah, das nervt, ey, Freund. Ja, ist passiert, Freunde. Es ist passiert. Es ist passiert. Wir müssen weitermachen. 9. November 2038. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Schade, Freunde. Schade, schade. Ja, Freunde. Das ist meine Stimmung gerade. Oh, es ärgert mich so. Das ärgert mich so. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel noch geht. Vielleicht sind wir kurz vor Ende. Vielleicht war das wirklich die letzte Chance, wo wir Connor hätten verlieren können. Boah, wegen so einem blöden Fehler von mir. Wegen so einem blöden Fehler. Dann habe ich auch... Den zweiten Quicktime habe ich einfach verkackt, weil ich nicht hingeguckt habe. Schade, Freunde. Aber es kann ja auch nicht immer perfekt laufen. Ich nehme an, alle anderen... die das so gespielt haben und vielleicht auch Let's Played haben, die haben alle ein perfektes Ende. Oh Mann, nee. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Freunde.
Ich würde hier erstmal Feierabend machen, Freunde. Ich muss jetzt erstmal runterkommen. Das ist natürlich ein herber Verlust. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Mann, ich will gar nicht weiterspielen. Das ist voll scheiße. Na gut, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.